Ich höre und liebe schon mein ganzes Leben lang Hörbücher. Früher noch mit CDs und Kassetten, das kennen wahrscheinlich auch noch viele von euch, und seit circa 2 Jahren schon mit verschiedenen Hörbuch-Apps und Seiten. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe, wie gesagt, schon viele Seiten und Apps ausprobiert und teile deswegen heute mit euch meine Erfahrungen, die ich in den letzten 2 Jahren gemacht habe. Und das Ganze ist hier kein Product Placement oder keine Werbung oder so weiter. Wie gesagt, ich will euch einfach helfen, die perfekte Seite für euch zu finden. Die Links zu den Seiten, die ich euch vorstellen werde, sind natürlich alle ganz oben in der Beschreibung verlinkt, damit ihr die einfach findet. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare und ich würde sagen, wir fangen an mit Platz 3, Spotify. Spotify hat das große Plus, dass es kostenlos ist. Allerdings mit Werbung und das macht es eigentlich ungenießbar. Das heißt, man kann es mal kostenlos nutzen, um es auszuprobieren, aber auf lange Zeit macht es keinen Sinn, wenn man alle 5 Minuten Werbung hat. Ein anderer Pluspunkt ist, dass man bestimmte Hörbücher hat, die man bei Platz 1 zum Beispiel gar nicht findet, und zwar sowas wie drei Fragezeichen, TKKG und so weiter, falls es jemand kennt. Das findet ihr da auch gratis und bei den anderen halt nicht. Das Problem ist, teilweise sind nicht die klassischen Hörbücher wie Harry Potter oder so weiter zu finden, sondern irgendwie so Nischendinger. Und die Kosten für Premium sind halt 9,99, die sind aber bei allen gleich. Das Ding bei Spotify im Gegensatz zu den anderen ist, dass ihr halt für diese 9,99 alles hören könnt und so viel wie ihr wollt hören könnt. Und bei den anderen ihr für diese 9,99 die Plattform zur Verfügung bekommt und einen Gutschein für ein Hörbuch. Das ist hier anders. Das Problem ist, dass einfach die Masse an Angeboten noch fehlt, vor allem auf Deutsch. Ich nutze es teilweise noch, um bestimmte Hörbücher zu hören, die mit Platz 1, das ich aktuell noch nutze, nicht zu finden sind und sowieso Premium habe wegen Musik und so weiter. Aber insgesamt ist die Auswahl vor allem auf Deutsch halt, wie gesagt, viel zu klein für mich. Und Spotify ist halt generell eher auf Musik und Podcasts ausgelegt. Aber wenn ihr eh schon Spotify Premium habt, könnt ihr es mal ausprobieren. Aber ansonsten empfehle ich euch eher die ersten beiden Plätze. Platz 2 ist Thalia. Ein absoluter Pluspunkt ist die riesige Auswahl. Also ich glaube, da sind die absoluter Marktführer. Ich glaube, 80.000 Angebote oder so. Man kann Thalia 30 Tage kostenlos benutzen. Das ist auch super. Und danach einfach kündigen. Mal ausprobieren, so mäßig. Kontraargument ist auf jeden Fall die Unübersichtlichkeit. Also man kann da zwischen E-Books, Büchern, E-Reader, Zubehör, Filme, Games, Musik, Schreibwaren auswählen. Und die App ist einfach absolut unübersichtlich, komplett verwirrend und man findet irgendwie nie das, was man wirklich haben will. Zusätzlich sind die Hörbücher viel zu teuer, im Gegensatz zu zum Beispiel Platz 1. Man kann quasi nur eins nehmen, was man in diesem Abo inklusive hat. Wenn man noch weitere nimmt, wird es absolut teuer. Ich glaube, Harry Potter kostet 15 Euro mehr als bei Platz 1, so als Beispiel gesehen. Und ja, schaut euch am besten mal die App und die Seite selber an und schaut, ob ihr damit klarkommt. Das ist somit das Wichtigste, finde ich. Ich habe nach Spotify mal den Gratis-Monat von Thalia ausprobiert, fand es aber leider absolut zu teuer und habe mich nicht richtig wohl gefühlt mit dieser App. Schlecht ist Thalia aber auf keinen Fall. Wie gesagt, es hat auch natürlich Pluspunkte. Muss jeder für sich irgendwie entscheiden, mit was er da besser zurechtkommt. Und zum Schluss kommen wir jetzt noch zu meinem absoluten Favorit. Platz 1 ist Audible. Ich muss sagen, Audible hat mich einfach absolut überzeugt. Ich habe nicht einen Negativpunkt gefunden. Vielleicht, dass es von Amazon ist und man nicht Amazon unterstützen will. Aber mein Gott, die Pluspunkte überwiegen einfach absolut. Und zwar hat man einen Monat gratis, beziehungsweise 2 Monate gratis für Prime-Kunden. Und ich meine, fast jeder hat Amazon Prime, dazu gehöre auch ich. Und damit hat man direkt 2 Hörbücher gratis. Damit habe ich mir 2 Harry Potter-Bände, glaube ich, damals geholt und habe die durchgehört. Und es war einfach so geil, dass ich es bis heute nicht gekündigt habe. Und diese 2 Monate und 2 Free-Hörbücher, die geben euch so einen guten Einblick und lassen euch mal so tagtäglich damit auch auf längere Sicht umgehen und das finde ich einfach eine super Aktion. Das kann auch jeder von euch mal ausprobieren und einfach, wenn es euch nicht gefällt, kündigen. Ganz easy, ihr bezahlt auch nichts. Dann gibt es einfach viele coole Aktionen, wie zum Beispiel 2 Hörbücher für einen Gutschein und ich meine, was will man mehr? Das habe ich auch direkt benutzt und ich muss sagen, ist eine 10 von 10. Dann sind die Hörbücher wirklich deutlich günstiger als bei Thalia. Also wenn man mal wirklich viel im Monat hört, wenn man viel unterwegs ist oder so weiter, dann kann man sich auch einfach mal, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, ein zweites oder ein drittes Hörbuch holen, weil es, wie gesagt, einfach nicht so übertrieben teuer ist. Das ist auf jeden Fall auch ein dicker Pluspunkt. Und der letzte Pluspunkt ist auf jeden Fall das Overlay der App. Also es ist wirklich
optimal gelöst, super übersichtlich. Vor allem der Autofahrmodus, der Clip-Modus oder der Schlafmodus sind so coole Features, die ich auch immer wieder benutze. Und man fühlt sich, ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber man fühlt sich einfach wohl. Man geht auf die App, man weiß direkt, wo alles ist optimal gelöst und man muss nicht lange rumsuchen, man weiß, wo man hin muss und das ist einfach. Also für mich ist der absolute Sieger Audible. Alleine die App ist, wie gesagt, einfach nur ein Traum. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, einfach mal den Testmonat von Audible zu nutzen oder auch von Thalia. Ich packe euch einfach mal auch die Links zum Kündigen direkt dazu in die Beschreibung. Dann könnt ihr euch mal ausprobieren. Mal das ist ja wie gesagt kostenlos. Ich bin mir aber relativ sicher, dass ihr vor allem Audible genauso lieben werdet wie ich. Aber natürlich ist auch Thalia, wie schon 100-mal gesagt, keine schlechte Option. Und auch Spotify ist ja wie gesagt auch die Top 3. Also es sind alles keine schlechten Apps, das muss man auch nochmal dazu sagen. Ich habe da schon deutlich andere ganz schlimme Sachen gesehen auf dem Markt, also passt da wirklich auf. Testet die Apps mal aus und schreibt mir gerne auch eure Meinung und euer Resümee in die Beschreibung, was ihr dazu sagt. Alle Links sind natürlich in der Beschreibung verlinkt, damit ihr es schnell findet. Ich bin auf eure Rückmeldung gespannt. Abonniert auch gerne den Kanal für weitere hilfreiche Tipps und Reviews in der Zukunft. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.